Ja, friss das. Nein. Verdammt. Ich hasse sowas. Richtig schlimm ist es ja, wenn man irgendein Spiel hat, wo es Charakter gibt, der total überpowered ist und der ist dann so verwirrt und greift die eigenen Leute an. Ja, ja, was juckt mich die scheiß Felsstücke? Wo war überhaupt dieser Typ, der mir für 10 Gold oder so meine Stacheln abgekauft hat? Oh, da kann ich noch was abernten. 2 Raunen, hey. Ich glaube, in der Stadt hätte ich auch schlafen können. Oh, dann ist mir Geld gekostet. Und du hast die Raune nicht bekommen. Und du hast den Frosch nicht lebendig den Schenkel abreißen können. Schlaf gut. Wir schlafen halt mal, ne? Schöne Musik. Bisschen kurz. Wir haben ja Zeit. Wir hier ganz Speedrun. Das wäre auch mal nett zu sehen. Speedrun von dem Spiel. Oh Gott. Bist wahrscheinlich nur damit beschäftigt, wie ein Irrer auf... Komm her, du scheiß Eichhorn. Wie ein Irrer auf die Enter-Taste zu hämmern, damit endlich der Text weggeht. Ist halt wie nicht so wie bei billigen Rollenspielen. Ich sage jetzt mal keinen Namen. Nein, ich sag keinen Namen. Wirklich nicht. Mir kommt kein Name mehr. Yeah, ich bin auf einer Wiese. Hey. Okay, was ist da? Gisov deckt ein kleines Wildtier, das sich ins Gras schmiegt. Wer soll versuchen, es zu legen? Oh, das Tier kommt. Zoll, Gisulf. Was ist das denn jetzt? Das hat keinen Schaden gemacht. Oh, Schieberätsel. Fragezeichen. Wär's einfach mal mit Höhle. Moment, also dann schiebe ich das da hin, dann landet es da. Und wenn ich's. Oh halt, ich sehe gerade, ich kann ja da oben lang. Ich stand eben auf dem Stein, was? Ein Trümmerstück an sich. Das ist alt, sehr alt. Das teleportiert mich? Was war mit dem Trümmer? Ah! Also das war jetzt einfach. Oh. Oh. Okay, da kommt jetzt irgendwas. Die sind schon vor langer Zeit verloschen! Ja, dann mach's wieder an. Nö, Schalter kaputt, ne? Scheiße, Elektrik. Jetzt wissen müssen. Steine Zielköpfe machen das Grab noch weitaus grablicher. Das sind ja Steine. Das sind echte Knochen. Nur eben sehr, sehr alt. In den alten Tagen wurden die großen Krieger zusammen mit den Getreuesten bestattet. Ah, jetzt verstehe ich den Sperrmechanismus am Eingang. Mir ist einer der Diener aber noch am Leben und versiegelt hinter sich das Grab seines Herrn. Er schloss sich mit seinen Toten an, lebendig in ein Grab ein. Das ist grausam. Das ist Treue. Wie man es nennt. Das ist grausam, das ist Treue. Alte Runen, sehr alte. Wer immer hier liegt, in legendären Tagen umher. Kannst du meinen Namen entziffern? Landrill. Landrill. Sagt dir das was? Er hat einer der größten Heermeister des strahlenden Reiches, damals, als es auf dem Höhepunkt seiner Macht stand. Landrill war es, der die Armeen des Kaisers bis zu den westlichen Küsten führte. Hier hat er also sein Grab gefunden. Ja, kann ich was mitnehmen? Ja, diesen Helm, ich will diesen Helm. Den Landries Helm. Was? Wieso guckt ihr so? Toter Held, Grab, Beigabe, Diebstahl, verstehe. Und? Was hast du dazu zu sagen? Legst du viel Spukgeschichten, Jokern? Liest. Ich kann jetzt nicht einfach mit diesem Helm gehen. Nein. Was kann denn der Helm? Oh, plus C, plus 2. Die anderen haben nur so einen Stink. Moment, die hat doch keinen Holzhelm? Ach, die kann keinen Holzhelm tragen.
Warum hat er keinen Holzhelm? Weil er zu teuer war wahrscheinlich, ja. Ich bin ja wieder geizig, wieso geht nicht mehr. Was ist der Haken an der Sache? Warum stehen da immer noch Fragezeichen? Müsste jetzt nicht Landrins Helm, Landrins Grabstelle stehen und... Ich kann einfach so gehen! Ich kann einfach den Helm nehmen und gehen? Ernsthaft? Ernsthaft. Davon lasse ich lieber die Finger! Ich kann einfach den Helm nehmen und gehen. Was ist das denn? Das ist eine Demo, ne? Ich meine, hallo, ich kann einen Helm nehmen. Ich kann das Grab ausrauben und es passiert nichts. Und so gute Idee mal, ich könnte bei irgendwo ganz unten speichern. 15 Speicherstände hat der MPG Mega übrigens. Also, wollte ich mal so erwähnt haben. Mist, die haben einen Ausguck. Und machen. Mir ist es gleich, wie ihr das Schwertfutter nennt. Seid nicht dämlich, Paladin. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein Großalarm. Was willst du stattdessen tun, Erwählter? Ich suche erstmal einen Tonwinkel! Hallo, Paran-Jungs! Hier sind welche! Klüver und Sprottenpibi! Hilf mir gerade an den Ocken oder was? Tana sei Dank! Okay, das geht also nicht. Oder steckt irgendein Holz im Fels? Wäre auch zu einfach gewesen, wenn ich den Typen einfach niederhauen könnte. Hier gehen wir rauf. So. Das wird jetzt unlustig. Uff. Wenn wir das Ganze hier an den Klippen schmiegen, kommen wir möglichst ungefähr vorbei. Rechts drauf, runter, links. Vorsicht, noch ein Schritt weiter und wir sehen uns. Vielleicht. Wir können uns herüberschwingen. Das Glück sieht uns aber echt nicht. Da kommen wir nicht dran. Vergiss die Idee. Aber mit einem Seil könnte es gehen. Nein, kein Seil. Was weiß ich schon? Ein Seil ist was furchtbar Praktisches und tut niemand weh. Ein Seil ist was für blutige Anfänger. Das kommt mir nicht in die Finger. Hast du auf der anderen Seite nicht gerade gefunkelt? Ist ja fast was wie Gold! Gold? Was stehen wir hier noch rum? Hinter! Dieser absolute Ausnahmesituation ist wohl nicht ohne ein verfluchtes Seil! Aber wir werden uns hier eins verschaffen! Warum nur hier? Weil hier bald niemand mehr sein wird, der mich dabei beobachtet und später davon erzählen könnte! Rauf, runter, links, rechts. Algenflut! Was seid ihr für die welche? Alarm, Alarm! Ausguck, hörst du? Hä? Wo heftet du was 10 tun? Genau vor den blinden Ocken, du! Na du, ihr könnt schwören, das war irgendwo. Gott! Oh Gott! Warum tut er mir das an? Oh, knapp und so, ne? Aber hey, ich bin drüben. Das speichern wir gleich mal. Alarm, wat, wo? Ich hab doch bloß diesen scheiß Totenschädel berührt. Gott, wie ich solche Sachen hasse. Was erdreist sich das Pack, die Ehren für die Institution für Recht und Ordnung zu nutzen? Seil gefunden, wir haben Seil gefunden. Es ist ein verkackter Busch. Ein Busch. Kein Wort darüber, zu niemanden. Das ist nicht gehört haben, was ich den Busch genommen habe. Einmal Brandwein. Hey. Kann ich da nicht hinten rum rein?
Ich kann so wunderbar im Takt summen. Nur nicht. Jetzt gehe ich erstmal da unten was holen. Wenn ich es wieder runter schaffe. Ich werde diese Stelle hassen. Ich hab's einfach drauf, man kann's nicht anders sagen, ne? Okay. So. Rechts, rauf, runter, links. Es ist so blöd, eine Schande! Bei Laffer! In Trinkhorn! Schleck! Was wo? Nix dort, Tandöbel, das ist meins! Das sind welche! Hab ich da unten gespeichert? Nein, ne? Nein! Nein, natürlich nicht! Ja, über mein epischen Skill, das sind so manche Heilig. Rechts, rauf, runter, links. Ja, bla bla bla. So, dieses Mal aber. Trinken. Musizieren. Okay, so musiziert man also auf ein Horn. Mache ich auch immer. Okay, ich denke, wir werfen das Ding am besten. Als Trinkbombe draus. Hm. Werfen es dann auf die 4. Meat! Meat, Meat! Was denkst du? Das wollen die doch erstmal sehen, wollen wie das. Das gibt gleich auch gerade einen Acker, mein Junge. Durchschlag! Da hinten tut er ja auch mal eins liegen. Was denn, wo? Schmeck mir ein Axtus-Battle. Was? Jetzt oder nie? Überraschung! Überraschung angegriffen. Habe ich die schon analysiert tun? Wir haben ja genug Mana. Können uns das erlauben, das einfach mal alles zu verfeuern? Also scheinbar brauche ich aber eine Wuchtwaffe. Warum brauchen wir Menschen über Wuchtwaffen? Was ist das für ein Unsinn? Ja, klau den mal. Ach. Naja, hier, schau mal an da. Nee, ich glaube Wucht und Erde. Oh, er ist tot. Ja, okay. Und tschüss. Kriege ich mein Horn nicht wieder? Wo hat er das Trinkhorn hingeschleppt? Egal. Wenn jeder Schild für einen Krieger steht, stehen wir bald bis zum Knie im Blut der Ungerechten. Lasst uns beginnen. Seh her und lerne, Jungchen! Der Chip treibt ab! Was siehst du? Der Chip treibt ab! Und wenn Olaf das nur mitkriegen tut, dass sie mir das Chip verloren helfen? Oha! Hinterher! Gott, sind es viele! Hey, du hast mich links platt gemacht! Ja, unsere alten Freunde. Oh, die haben noch Besuch gekommen. Die sehen wir nie wieder! Hält halt 1000 EP. Wieder einen leckeren Mittag. Naja, Spaß macht's ja! Das hat mir nicht gesagt! Da war doch noch was. Komm her, du. Au! Wart! Ey! Ah, ich hasse es. Das ist auch der Grund, warum ich Dreamland nie durchgespielt habe.
Ein Hals in den Klippen! Oder so. Und? Es ist ein Herz! Kacke! Geil! Wieso tust du das, Erwählter? Jürgen! Gelege ihm sein Tun! Mein Tun! Was ein Mann tun muss! Drücken. Okay, funktioniert nichts. So, jetzt können wir auch das Horn da mitnehmen. Alarmblasen! Ich soll Tamas Schützenhand nicht überstrapazieren! Ach komm schon, nur einmal! Spielverderber. Ach, deshalb habe ich schon lange keine Sintiche mehr gesehen! Sind inzwischen alle hier? Sagt sie überall, jawohl. Geh mal weg. Eine Alraune. Zeigen den Busch. Denn jetzt können wir das ja. Da gibt das doch nicht. Griff den an. Eindringen, Alarm, Alarm. Alarm? Die anderen sind doch alle dem Schiff hinterher. Aber die dort backen wir lehnen. Ha, ihr werdet gleich meine Macht spüren. Ich habe mit dem noch nicht die Waffe gewechselt, ne? So was soll ich vielleicht vorher machen, bevor ich in den Kampf gehe. Ach, Ivo. Kann's ja jeder. Außerdem, ich wäre eh geheilt, von daher, was juckt's mich? Warum muss ich die Sprotterharte flossen? Wieso beklaue ich die nicht mal? Wogenprall. Wogenprall, yeah! Ich hasse euch. Sterb, komm. Das hast du doch vor, dass du dich nicht klauen lässt. Sei du schlauer, komm. Du sollst ihn nicht fischen, du sollst ihn klauen. Die machen schon wieder ein Nickerchen. Ach, es ist doch zum Kotzen. Ein Schlafpulver. Er hat wahrscheinlich noch 10 in seiner Tasche, die ich nicht klauen kann. Wie soll's anders sein? Habe ich schon mal einen Gegner getroffen, der irgendwie gegen diese Wassermagie schwach ist? Direkt fällt mir keiner ein. Okay, komm, aua, schnell mit hier. Tja, Schwächlinge. Gegen den heiligen Zug habt doch keine Chance. Ja, ich habe noch einen Schlafpulver erhalten. Genau, was ich mir gewünscht habe. Schlafpulver. Was soll irgendwie dir gibt da dein ordentliches Lösegeld? Harharar. Lösegeld! Arr, wo kommt ihr denn her? Ja, durch die Tür! Blind oder was? Tür, warte. Boah, ich schlag schon wieder zu mit ihr. Egal. Ja, Schlafpulver. Oh, ich hab's so drauf. Kann man den Zauber nicht selbst anordnen? Und er ist der Einzige, der jetzt einschläft. Ich hasse ihn. Ah, herrlich. So, das war das. Keiner Level up. Schau, ich verklemmt sie. Ach, wie episch ich doch die Tür öffnen kann. 100 DP. Ich rette erstmal den Toten. Der wurde scheinbar nicht ausgelöst. Es gibt Leute, die will ich nicht mehr zurückhaben. Kennt man ein Gefängnisbett? Kennt man alle? Bäh. So, so, so. Wen haben wir denn da? Du kennst ihn, Erwählter? Ach, was? Das ist doch die traditionelle Formel, um die Verhandlungen zu eröffnen. Verhandlungen? Stell dich dumm an! Stell dich nicht dumm! Du sitzt fest! Ich kann dich rausholen! Also, was bietest du? Du kommst schnell zur Sache. Ich kann nicht sagen, dass mir das gefällt. Und es gefällt mir noch weniger von der Hand, des einen Gauners in die eines anderes zu fallen. Hey, Paladin! Du bist doch ein Mitglied dieses angesehenen, hochehrenwerten Ordens, hm? Vorsicht, Jürgen! Der versucht irgendeinen Trick, sich um das Gold zu drücken! Kannst du es tatsächlich unbefleckten Gewissens mit ansehen, wie ich gefangen halten werde? Ist es etwa gerecht, dass ein unschuldiger Mann hinter Gittern sitzt? Ist das Gülden gefällig?
um möglichst ein jetziges Los die gerechte Strafe für eine frühere Sünde gegen ihn. Da wird gekontert, Bronn! Ach, ich muss deswegen versuchen. Also gut, Fremder, ich gebe dir 50 Gold für meine Freiheit. Bei Talma 100 Gold. Du gehst gerne an die Grenze, hm? Eine Gefangenschaft kostet mich am Tag nur die Ausrüstung hingegen. Abgemacht. Dann haben wir einen Kontrakt. Und Talma bei uns sei unser Zeuge. Ja, ja, lächerliche Tür da. Komm da, ist kein Problem für mich. 400 wahrscheinlich nicht gemacht, 100 sind zu wenig. Gut, du hast deinen Teil erfüllt, Fremder. Das Gold hast du natürlich nicht bei dir, hm? Frage nicht zu töricht, natürlich nicht. Ich werde das Gewehr des Fragens für dich bereitlegen. Komm nach Schildfurten, dort wirst du empfangen, was du verdienst. Schildfurten, die Stadt ist groß, werde ich dich finden. Wie ist dein Name? Wenn du mich in Schildfurten nicht finden vermagst, wärst du ein rechter Esel, Fremder. Such mich in meinem Haus auf. Falls du bist, was du scheinst, können wir vielleicht weitere Verträge schließen. Ah, ehe ich es vergesse, hier, nimm das. Eine Pfeile? Was soll ich damit? Nützt dir nichts mehr. Meine Tür hat sich bereits geöffnet, aber sie kann auch einen anderen Zweck erfüllen. Olaf, ich ertrage es nicht, dass der Scheusal noch lebt. Wie oft haben wir ihn in seiner Halle verhöhnt, aber beim letzten Mal sah ich etwas. An der Rückwand der großen Halle hat sich der Rest Ried gelockert. Das Ried fehlt dir viel, noch ein Weg und es gäbe ganz nach. Wenn ihr euch auf diesem Wege Zutritt verschafft, könnt ihr ihn vielleicht überraschen. Überraschen und niederstrecken, diesen dreckigen Halunken. Nutzt die Pfeile, nutzt sie. Hallo, entschuldige mich, ich war lange genug hier eingepfercht. Bei Talma. Schildfurten! In der Stadt ist wirklich Geld zu holen, wenn man erstmal den Fuß drin hat! Kennt man schon. In meiner letzten Zelle wusste ich ohne Wandschwung auskommen! Amateure, man gibt einem Gefangenen kein loses Eisen. Warum? Was soll ich damit machen? Mich totschlagen? Ach, volles Totschlagargument, ja. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Sei doch noch lauter! Keife noch greller, Hexe. Und das Ried ist auch ein! Ist auf! Ein Kinderspiel! Ach, hat ihr das gesagt? Das sprechen wir gleich nochmal. Weil wir es können. Na, komm. Großen Piratenbeutelsack. Mit, ein ganzes Fass! Oh Gott, jetzt wird es langsam kompliziert, ne? Oh nee. Der ist hier mal ja nicht. Okay. Kann ich höchstens entdecken, dass einer von diesen verdammten Zauberer tun. Und das heißt? Die ist nicht zu knacken. Selbst nicht nur dem, der, tja, dem weiß, wie es geht. Warum sind Zaubertruhen auch so beliebt bei Leuten, die sich leisten können? Ja, macht Sinn. Ergibt Sinn. Ach komm, ja, verklemmt wahrscheinlich gleich wieder. Okay. Gut, dass das Ding überhaupt nicht schnell ist. Aber für mich ist das kein Problem. Zwei Magietrange, ein Windsack, 500 Gold. Langsam, was hier steigt mein Vermögen. Ein Schloss haben alles wohl nicht aus! Es muss noch eine volle dran! Was sind das noch für misstrauische Leute? Oh, haben wir echt hier. Ja, bla bla bla. Ich wurde vergiftet, das ist inakzeptabel. Ah, ich hasse meine Spielweise, ne? Das war einfach. 100 DP, wahrscheinlich muss ich sie jetzt noch aufknacken, das ist ewig schwer. Naja. Ja. Aber wie gesagt, mal schöne Musik. Hahaha, ich bin gut. 100 DP, 2 starke Heiltrank, 1 rotes Wollknäuel. 1 rotes Wollknäuel. Kann ich den nicht von hinten angreifen, vielleicht? Schau mal rum. Wie nu? Wat nu? Wo denn?
Überraschung! Los drauf, bevor er sich nach vorne holt! Halt, nein, wir wollen die Eule holen. Warum zur Hölle benutze ich... Arr, ihr Sprotten! Mal sehen, was ihr Mund Fiol sagen tut! Was zur Hölle? Reis. Ich weiß nicht, was sind die? Nein, das wollte ich doch gar nicht. Verdammt. Boah, was ist kaputt? Schlafen die oder was? Wucht und Feuer. Macht gar keinen Schaden gegen sein Schild. Denk mich. Lass mich ran. Oh Gott, toll. Har, 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 mein Schild tut mir okay noch vor ganz anderen Dingen schützen. Ja, das kann ich gleich wieder laden. Okay. Wir machen das Ganze nochmal. Ich habe keinen Wuchtangriff mit ihm. Und das hat eben nichts gebracht. Ach, fantastisch. Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen leveln, damit ich den schaffe. Oder? Ja, wie? Nö, doch nicht. Wie hat er jetzt geschlagen? Keine Ahnung. Ich könnte natürlich auch einfach Tränke benutzen. Das ist so sinnbefreit. Was dachte überhaupt die Uhr? Wo sagt, ich könnte langsam mal Feierabend machen. Ja, das hat er nicht gebracht. Ich hätte auch mal heilen können. Wo heilen ist völlig überschätzt. Toll, die Hälfte meiner Gruppe. Und die Eule ist tot. Ich mochte sie eh nie. Machen wir das doch lieber mal. Boah, ich glaube, ich muss noch ein bisschen leveln, damit ich den tatsächlich platt bekomme. Oh Gott, so wie das nächste. Oh! Fischneckenschlag! Fischling! Leck mich! Vielleicht will ich das Schild down. Ich sollte mal heilen! Ha! Sie natürlich nur zuletzt. Ja, heilen wir die Kackhexe nicht. Oh, ich blute am Arm. Das ist ja cool. Ja, gut. Ich glaube, den Kampf kann ich vergessen. Ja, ich glaube, ich würde vorher noch ein bisschen Level gehen. Coole Sache, das. Weil so wird das nix, ne? Nee, nicht wirklich. So noch was? Nö. Ne? Ja, die sind alle noch weg. Die sind nicht tot, die schwimmen noch. Wo könnte ich doch hingehen? Ja, dann runter und so, ne? Praktischerweise... Aber wenn ich... Wo kommen wir überhaupt hin, wenn ich da reingehe? Ist das eigentlich... Nochmal! Ah, okay. Ach, ich muss sogar... Sind das wieder natürlich laute, diese lichtfern tief empordringen. Ich würde aber gerne noch zu den anderen Stellen gehen. Du musst ja unbedingt fragen, Jungchen! Schmeck die Reinheit des Lichts, abscheulicher Fisch der Finsternis. Sieh immer seinen Schwanz! Seine Trophäe weg auf Neid wie ein Schwamm! Wie
Ja. Verdammt. Wie kommt man auf solche Gegner? Ich weiß nicht, was effektiv gegen ihn ist. Also das schon mal nicht. Jetzt darf ich wieder auf Klingenwaffen wechseln. Och. Das weiß ich vorher auch immer so gut. Okay, merke, gegen Monster, Klingen und gegen Menschen. Wucht. Oder auch immer, dass sich das ausgedacht hat. Es wird schon passen. Passt schon. Oh Gott. Sag mal, was kann denn der? Was hat er denn drauf? 2000, Wucht, Feuer, Klinge und Feuer. Wo nehme ich jetzt das Feuer her? Was? Hat er mehrere? Oh Gott. Ja, fantastisch. Ich glaube, das wird wieder nichts. Nee, ich mach für heute das Beschluss. Irgendwie sind alle Gegner zu mächtig für mich. Ich bin so schwach. Ich muss mal wegen leveln. Aber das will ich, glaube ich, nicht eben in der Aufnahme machen. Nee. Ja, das war's für heute. Wir haben ein schönes Stück geschafft. Und gibt meine Uhr jetzt nicht aus. Ah, jetzt. Okay. Würde ich sagen, ich mach Schluss für heute. Ja, auf Wiedersehen.